Servus Leute, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal wieder. Schön, dass ihr wieder vorbeischneit. Und ich habe euch heute ein Ragnar-Gameplay mitgebracht. Dieses Ragnar-Gameplay oder auch dieses Video ist nicht unbedingt ein perfektes Match, so wie man es vielleicht immer von allen halt kennt, sondern ich finde auch halt, man sollte auch zeigen, wenn das eine oder andere halt nicht so funktioniert und auch halt Fehler gemacht hat. Von daher ist dieses Video so ein bisschen aus dem Mix halt so, wie man die Ragnar spielen kann und auch halt sollte, gepaart mit Fehler mit dabei. Ja? Also auch, wie man vielleicht nicht spielen sollte und vor allen Dingen halt dann auch die Fehler aufgezeigt. Ja, ganz, ganz wichtig mit dabei. Deswegen hört euch das Ganze halt an. Wenn ihr Fragen halt habt, auch unter den Kommentaren halt reinschreiben. Und ansonsten viel, viel Spaß mit dem Video. Falls euch das Video gefallen sollte, auf jeden Fall einen Daumen da lassen und ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also Leute, viel Spaß mit dem Video und Abflug. Ja, Leute, und da sind wir schon im Game drinne. Wie immer zuerst einmal die Teamaufstellung. Und zwar, wir haben ein reines Tier 10 Gefecht. Ne? Also von daher ist es nicht zu aggressiv, nicht zu passiv spielen. Das, was natürlich wir uns natürlich begutachten müssen, ist natürlich jetzt hier Z52, Haragumo und der Ubus mit dabei. Ansonsten haben wir nur ein Radar mit dabei und ansonsten viele, viele BBs. Ja, das ist natürlich für uns als Ragnar sehr, sehr willkommen auf jeden Fall. Können wir schon farmen gehen, ja. Und ja, viel zu sagen gibt es dazu eigentlich halt nicht mehr. Deswegen direkt jetzt mal machen wir mal jetzt hier im Gameplay ein bisschen weiter. Also generell sei natürlich gesagt, wir fahren nicht direkt auf den C-Cap halt drauf, weil wir natürlich erstmal über die Flanke kommen wollen. Wir wollen erstmal gucken, ja, okay, wo sind die Gegner, was machen die Gegner? Ja, das sind all solche Punkte, die wir erst an Informationen sammeln müssen, bevor wir irgendwo im Cap halt reinfahren. Ne? Also, wenn wir nicht gerade irgendwie keinen Radarkreuzer mit dabei haben, wenn wir nur einen DD mit dabei haben, dann kann man mal ab und zu mal ein bisschen aggressiver im Cap reinfahren, aber ist auch nur situationsbedingt betrachtet sinnvoll. Also jetzt hier erstmal über die Außenposition halt hin, weil wir natürlich halt hier die Desmo eventuell hier eine Position halt haben, die uns natürlich direkt einen Schaden anfügen kann. Deswegen vorne rein, direkt mal da drauf. So, das heißt, wir fahren auf die Flanke drauf hin. Die Ragnar kann natürlich auch, ja, wie soll ich ja sagen, im Moment, wenn sie zu ist, als DD gespielt werden. Ansonsten natürlich halt, wenn sie offen ist, so wie wir es jetzt auch gleich lostackern werden, wird sie gespielt wie ein Kreuzer eigentlich. Max Range versuchen wir jetzt immer zu agieren, damit wir natürlich am besten immer schön, ja, immer schön letztendlich halt wiggeln können, schön mit dem WASD-Hack arbeiten können und von daher versuchen wir natürlich auf Max-Range zu machen, um den Gegner natürlich das Leben nicht einfacher zu machen, als es sein sollte. Deswegen 12 Kilometer kann man nur mit leben, aber normalerweise auf dem, ja, auf 15 Kilometer Range sollte man am besten halt agieren. So, ihr seht auf jeden Fall halt, ihr habt einen Brand habe ich drauf gemacht gehabt. Ich habe vorher eigentlich direkt einen anderen Brand bei der Slava mit drauf gemacht. Das heißt, wenn ihr spielen sollte mit der Ragnar, fokussiert euch nicht zu sehr auf ein Target, sondern versucht so viele Brände wie nur möglich zu legen, so ein bisschen halt. Ne? Parallel direkt auch zu sehen, Haragumo gerade von der Seite aus her. Deswegen fahren wir auch jetzt schon ein bisschen wieder halt weg und sofort switchen wir natürlich halt um auf die Haragumo als Priority Target. Und da ist natürlich immer so die Frage, also, ja, wer trifft besser, so ein bisschen halt, wer einen höheren Skill, aber wir sind natürlich jetzt hier, was natürlich auf Reichweite trifft, haben wir natürlich ein bisschen die Nase vorn. Ihr seht auf jeden Fall gerade, unsere Flugbahn ist bei weitem besser als die von der Haragumo und können natürlich auch so sicherer auf Entfernung halt treffen als andersherum. Ne? So, ihr seht es auf jeden Fall gerade, auch da ist mein Skill das nicht, sage ich mal so. Normal hat man gerade gesehen, dass man immer trifft. Aber jetzt hier auch ein paar schöne Shots auf jeden Fall drauf. Die Preußen ist auch mit ihrer Secondary drauf. Ja? Und wir gehen natürlich direkt wieder mit, wenn man unten sieht, jetzt mit einem Reverse letztendlich auf die BBs drauf hinzu, sage ich mal, dass wir da natürlich auch mal ein bisschen mit dem WASD spielen können. Da fahren wir jetzt wieder halt Fullspeed nach vorne und versuchen so dann auch immer kein einfaches Ziel für die Gegner zu sein halt. Ne? Deswegen sowohl bei den Kreuzer, bei den Ds, wie auch immer, immer schön mit dem WASD-Hack arbeiten. Für die Leute, die das noch nicht wissen, heißt immer letztendlich vorfahren, abbremsen, links drehen, rechts drehen, dass der Gegner nie weiß, was ihr als nächstes macht. Ne? Und ihr seht auf jeden Fall jetzt gerade hier, Haragumo blutet ziemlich, ja, ziemlich krass jetzt hier an dieser Stelle. Wird auf jeden Fall gleich nochmal zugehen. Und ja, von daher gehen wir mal ein bisschen weiter, weil ich glaube, jetzt wird es so genau, wir versuchen sie noch zu treffen, so ein bisschen halt auf der Distanz.
Und wie ihr gerade schon sehen könnt, ist schon unser Konto auf 42.000 Schaden halt angestiegen. Also keine Seltenheit mit der Ragnar auf jeden Fall. Und gehen dann natürlich halt direkt wieder drauf auf die Slava. Versuchen dann natürlich halt dann die Brände auch zerlegen zu können. Um natürlich auch die Slava zu ärgern. Da haben wir jetzt einen Brand auf jeden Fall schon wieder drauf. Deswegen versuchen wir da direkt schon auf den nächsten BB drauf zu gehen. Parallel ist die Conqueror sogar aufgegangen. Das heißt sogar jetzt Vorsicht für uns. Conqueror, sehr, sehr böses Ziel auf jeden Fall, was uns immens wehtun kann mit ihrer HE-Kelle, definitiv. Deswegen müssen wir da sogar noch ziemlich, ziemlich krass aufpassen. Versuchen die Torpedos halt noch besser zu dodgen, die Mumpeln auf jeden Fall zu dodgen zu können halt. Ne? Deswegen ist da die Kunst so ein bisschen mit dabei, nicht zu aggressiv werden, nicht zu passiv zu werden. Letztendlich halt, wer ist auf dich halt drauf, wer ist nicht auf uns halt drauf, ja. Die Conqueror ist auf uns drauf, die Slava eher weniger, die Kreml halt auch. Deswegen sind wir jetzt nur als einziges Ziel, oder haben unser einziges Ziel eigentlich jetzt nur die Conqueror, gegen die wir halt spielen müssen. Und ich sehe jetzt auf jeden Fall gerade auch jetzt hier wieder, wir nehmen die Geschwindigkeit wieder halt heraus, drehen wieder nach links auch halt ein, um versuchen da natürlich halt ein bisschen, ja, kein einfaches Ziel wie immer auch für die Gegner zu sein, und gehen dementsprechend weiterhin auf die Konkurrenz drauf. Was man natürlich parallel sagen muss, ist ganz klar, auf 12 Kilometer auf eine Conqueror zu fahren mit einem DD und dann da zu schießen, ist brandgefährlich, Leute. Also normalerweise, jetzt im Nachhinein, würde ich das halt nicht so machen und das auch nicht empfehlenswert, weil auf 15 Kilometer, ja klar, auf Kackern auf jeden Fall, aber ihr seht auf jeden Fall gerade da, die Mumpen kommen halt an und die tun richtig böse weh jetzt, ihr seht es auf jeden Fall. Und es ist einfach halt der Aufwand oder letztendlich hat das Ergebnis, was er rausbekommt, ist es nicht wert. Train zum Beispiel auch gegen eine Conqueror letztendlich halt, weil die natürlich immer gewinnen wird. Deswegen das natürlich halt vermeiden, nicht den Fehler machen, den ich gerade gemacht habe, immer versuchen auf Maxi-Stunch spielen zu können. Aber auch gleich jetzt hier, Leute, wir haben die Geschwindigkeit rausnehmen, zack, haben wieder antizipiert, die Mumpeln sind angekommen und verfehlen uns glatt wieder, ne? Also auch da nie immer abschalten, sondern immer wieder versuchen so antizipieren zu können, wann muss der Gegner dementsprechend jetzt wieder nachgeladen halt haben, wann kann ich ungefähr die Mumpeln rechnen oder ab wann kann ich mit den Mumpeln rechnen, um dann auf jeden Fall ein Vorhalten zu dodgen zu können letztendlich halt. Und das ist uns jetzt hier gerade richtig gut gelungen. Das nur mal so nebenbei, und versuchen natürlich jetzt die Harumo rauszuholen. Ist natürlich ziemlich dankbar gewesen, dass er da gesmoked hat. So ist natürlich ein ziemlich einfaches Target jetzt im An und für sich. Da sind die Topis auch schon mit dabei. Wir haben das hier außen, müssen wir natürlich in Betracht immer halt haben auch. Ansonsten sind die BBs, wenn man das mit der Minimap betrachtet, hier mal kurz mal halt, machen wir mal kurz mal Stopp auf jeden Fall. Und ja, deswegen Map, Minimap, Leute. Wir haben die Kreml, wir haben die Conqueror und wir haben die Slava oben. Normalerweise könnte man natürlich jetzt halt sagen, okay, gut, wir haben jetzt die Desmo, auf die Desmo werden wir jetzt nochmal kurz darauf halt eingehen, beziehungsweise dann werden wir uns das nochmal kurz angucken, bevor wir gleich auf die Minimap halt schauen. Also dahingehend auch nicht die. Ihr seht jetzt auf jeden Fall gerade, die Turrets sind auf der anderen Seite mit drauf, auf die Smolensk gerichtet. Von daher könnt ihr mit drauf wirken. Ihr seht jetzt auf jeden Fall gerade halt, pro Salve machen wir dann halt dann so um die 2000 bis 3000 pro Salve so ein bisschen. Also da können wir schon halt viel, viel mit Damage halt anbringen. Und mit dem WASD-Hack natürlich halt auch dahingehend wieder die Mumpeln dodgen, wie man gerade ein bisschen erkennen konnte. Und da auch letztendlich die nächsten so ein bisschen dabei, ne? Und ja, jetzt kam ich natürlich in einer, was heißt, Fickmühle halt herein, aber vielleicht die falsche Entscheidung gewesen, an dieser Stelle auf jeden Fall. Und zwar, Minimap, ja, wir haben jetzt hier, wir haben die Yamato, die jetzt kommt, wir haben eine Goliath, die hier abhaut, wir haben oben dabei. Ich hatte jetzt an dieser Stelle so gedacht, okay, das müsste halt reichen, die sind ein bisschen so out of game. Die Kremlin, die Conqueror, die Slava letztendlich halt, ja. Und muss ich nicht hinterher schießen, weil jetzt wir jetzt hier eine Z52 gehabt haben halt im gegnerischen Team und wollte dann ungefähr dann dahin fahren, um dort unterstützen zu können halt. Aber im Nachhinein war es das sozusagen die falsche Entscheidung gewesen. Und bei so einer Situation im Nachhinein wäre auf jeden Fall smarter gewesen, wenn wir natürlich erstmal die Cross-Shots, die dadurch, also der Gegner dadurch erlangt, dadurch, dass wir die halt nicht chasen sozusagen auf der Seite, vor allem mit den Slava und sowas, da kann der Slava, sag mal, guten Tag, letztendlich auf das Smolensk halt drauf und dann ist die Smolensk weg oder sowas. Deswegen wäre jetzt hier die richtige Entscheidung gewesen,
Mit dem Ube vielleicht auch zusammen, plus die Yamato, die natürlich jetzt hier auch nachher hochfahren wird, die BBs ein bisschen zu ärgern, beziehungsweise auch zu farmen und auch übers Farming letztendlich halt dann auch zu töten, weil natürlich können wir gut halt machen. Ne? Also von daher, das war jetzt sozusagen die Entscheidung, die ich jetzt im Nachhinein ja sagen würde, es war falsch gewesen, da runterzufahren, weil jetzt einfach auch die Yamato jetzt gleich alleine sein wird gegen die BBs. Das U-Boot hat sich auch nicht gerade smart angestellt. Ich glaube, geht sogar halt dann jetzt nachher sogar halt auf und geht sogar halt auch raus. Ja, und dann ist die Yamato gleich alleine dann da gegen drei BBs. Ja, und war nicht gerade ungefähr clever die Situation. Deswegen, Leute, wenn nicht gerade unbedingt wirklich am Arsch der Welt ist und die wirklich am out of game sind sozusagen halt. Hier waren sie es halt jetzt nicht ungefähr. Der Marte, wie gesagt, die wird gleich noch da um Hilfe halt schreien, was er eigentlich halt auch recht hatte und von daher genau. Na, wir fahren aber in der Zeit jetzt nach B halt herein und geben wir mal gerade ein bisschen Gas mit dabei und das heißt natürlich auch dahingehend, der 250, wir müssen gucken, wo sie halt ist. Die Information kam jetzt letztendlich, ich habe es gerade gesehen gehabt, machen wir nochmal Pause. Kam jetzt mit der Z250, die hier halt jetzt ist. Vor allem jetzt hätte ich noch halt die Entscheidung treffen können, wieder zurückzufahren. Ja, und die Kreml und die Konkurrenz ein bisschen zu schärfen zu können. Weil jetzt ist natürlich halt so, dass die Z250 nach oben fährt. Wenn wir sogar nach oben gefahren wären, wären wir sogar halt dann mehr oder weniger in ihren Armen gefahren, sogar auch, ja. Da kam der nächste Fehler, den ich gemacht habe, vom rein Positioning halt her, ja. Und fahre jetzt nachher weiter nach unten halt hin. Die Slava, wenn wir jetzt auch noch mit halt rausnehmen. Aber nichtsdestotrotz werden wir gleich auf unsere Kosten kommen und jetzt hier den schönen Damage natürlich auch ein bisschen halt farmen. Jetzt setzt man vor sich immer noch halt auf. Das müssten wir eigentlich da auch hingehen. Die nächste Information geben wir mal, Brian. Ne? Fahr lieber nach oben halt hin. Aber das habe ich jetzt da irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Und fahre weiterhin jetzt auf den GK drauf zu. Was einfach keinen Sinn macht in dem Moment. Ne? Also wie ich gerade schon zwei, dreimal gesagt habe, wir haben eine Hindenburg jetzt hier, Yamato hier. Natürlich ist ein U-Boot auch mit dabei. Aber der GK hat irgendwie keine Chance gegen Yamato, gegen Hindenburg und des Monats anzukommen. Halt, ne? Warum zeige ich das jetzt hier auch ganz klar? Ich möchte natürlich halt nicht nur immer die perfekten Runden halt zeigen, wie es halt funktioniert, sondern auch genau vielleicht auch diese Informationen mit euch halt teilen, die falsch gelaufen sind vom Positioning halt her und möchte diese einfach euch erzählen, dass ihr das vielleicht auch in Zukunft vermeidet ein bisschen und das ist kein How-to-Play-Video so in dieser Reform, so spielt man es auf jeden Fall, sondern man spielt es natürlich halt, wie ich gerade gesagt habe, gegen der DD, hat man gerade wunderbar gesehen gehabt, wie man sie spielen kann, auch spielen sollte mit WASD. Man hat auch wieder gesehen, gehabt auf Distanz spielen mit dem WASD-Hack mit dabei und sowas, ja. Das macht die Ragnar natürlich halt aus. Die kann natürlich halt sowohl schnell gegen DDs agieren, ja. Dadurch mit dem Radar und mit dem Consumer von 7,5, bap, und da geht er halt raus. Also natürlich auf Distanz auf 15 Kilometer und kann sofort auf dem Cruiser letztendlich halt, ja, in Anführungsstrichen Cruiser auf jeden Fall, agieren. Und da ist halt die Stärke mit dabei von der Ragnar, ne? Und jetzt kommen wir zum Beispiel im nächsten Trubel halt auch mit halt rein. Yamato. Ja, eine Yamato auf 10 Kilometer ist von mir sehr, sehr mutig und auch riskant, jetzt hier drauf zu schießen. War natürlich auch auf der Seite so ein bisschen dabei, ja, man hat natürlich jetzt schon ein bisschen gewonnen und jetzt noch ein bisschen Damage hat farmen. Im Nachhinein wird es noch ein bisschen knapper, als ich mir so gedacht habe, aber natürlich dahingehend, ich stehe mit der Ragnar breit. Seine Ragnar ist es kein Beschleunigungsmonster wie eine Daring, wie auch immer, die von jetzt auf gleich wegkommt. Das heißt, wenn Yamato gut mal aimt, dann können wir auch schon mal 12k weniger an HP halt haben jetzt dadurch. Ne? Weil auf 8 Kilometer den D wie den Ragnar zu treffen, ist es kein so ein hohes Kunststück. Und von daher ist es sehr, sehr riskant. Und ich weiß selber halt nicht, warum die Yamato nicht auf mich draufgeschossen halt hat. Sondern man sieht es auf jeden Fall, dass die Mumpeln kommen jetzt halt gegen die Goliath oder wohl gegen die Goliath gerichtet und es ist, weiß ich halt nicht. Ich hatte jetzt einfach Glück jetzt gehabt, dass er mich natürlich jetzt nicht genommen halt hat als Target, auch weiterhin als Target nicht genommen halt hat. Da sehen wir zum Beispiel, da hat man gerade gesehen, Leute, auch ich habe da jetzt die Übersicht verloren und die Venezia hat drauf geschossen und hat uns richtig wehgetan. Ja, also ich war zu fokussiert auf die Yamato und war halt da nicht komplett mit dem Kopf auf One, also
Weil nicht auch mit dem Kopf bei der Venezia oder bei der Map Arena ist halt, was kann passieren, wo sind die Gegner und sowas. Sondern ich bin jetzt hier stur auf den Yamato drauf, was auch halt falsch ist, weil, wenn ihr mal seht, wir schießen, ich bin die ganze Zeit im Zoom-Modus gerichtet. Geht immer raus und rein, so wie ich das jetzt wieder halt mache. Ja, raus, rein, um auch die Umgebung wahrzunehmen zu können. Fokussiert euch nicht auf ein Target mit dem Zoom-Modus. Wenn ich jetzt so bleibe, habt ihr gerade gesehen mit der Venezia, ich kriege nicht es mit, dass die Venezia auf mich drauf schießt. Und wenn ich jetzt mal raus und rein gehe, so wie jetzt zum Beispiel auch wieder mit dabei, ja, kriege ich ganz klar mit, okay gut, wo bewegt sich wer halt irgendwo halt hin und kann somit natürlich auch besser agieren und auch besser die Situation einschätzen, als wenn ich die ganze Zeit nur im Zoom-Modus bin. Ja, auch jetzt hier, es wird dazu nochmal auch ein Guide geben, so ein bisschen halt, auch das Scrollen, lass das Scrollen halt sein. Versuch mit der Shift-Taste und mit einer Taste immer raus, rein zu betätigen halt, weil ihr einfach halt schneller seid. Ja, ihr habt einen besseren Überblick, ihr bekommt einen schnelleren Überblick und könnt über den schnelleren Überblick natürlich auch eine bessere Entscheidung treffen. Ja, und werdet halt nicht so überrascht, wie ich zum Beispiel gerade mit dem Venezia-Killer halt. Ja, so viel dann nur mal dazu gesagt, passt eigentlich ganz gut zum Ragnar-Gameplay. Ist natürlich nicht nur Ragnar-Gameplay, sondern diese Scroll-Mechanik oder auch mit diesem Raus- und Rein-Zoom kannst du eigentlich auf jeden Schiff halt projizieren sozusagen. Ja, ist natürlich jetzt auch so, dass das Game mehr oder weniger schon gewonnen ist. Wie man natürlich halt sieht, ist die Conqueror, Kremlin ist natürlich ein bisschen außen. Und das, was du nur mit der Ragnar machen musst, ist natürlich halt schießen, Farming. Deswegen immer auch versuchen, einen Brand nach dem anderen zu legen, ja. Und auch die Gegner zu wissen, wo kann ich halt agieren, wo kann ich nicht agieren. Nicht direkt auf den Cap draufgehen. Erstmal gucken, jemand anderes halt dementsprechend nerven. Dadurch, dass du halt nervst mit der Ragnar, lässt du andere Leute wieder zurückdrängen. Dadurch kann das Team ein bisschen wieder nach vorne rücken. Ja, dadurch, dass du halt dann diesen Platz halt frei machen und diesen Platz, den man frei macht, kriegt man auch wieder gleichzeitig ein U. Man ist es halt jetzt hier nicht so gewollt oder ist auch per Zufall nur vielleicht auch entstanden. Aber was man sich auch wieder sehen kann, ist im Endeffekt hat man natürlich auch wieder mit einem U mit dabei. Ne? Dadurch, dass wir im Endeffekt, wir waren ja eigentlich alleine ja gewesen, wenn man auch mal gut nochmal sich zurückerinnert. Hier außen auf jeden Fall. Ne? Wir hatten die Conqueror, die Kremlin oben gehabt, die Slava gehabt. Wir haben die so weit zurückgedrückt, weil die, keine Ahnung, keinen Bock hatten oder wie auch immer. Und es war quasi ja nur eine Yamato und meine Wenigkeit. Und meine Wenigkeit ist dann nachher irgendwo weggefahren. Und die Yamato hat sehr, sehr gut gemacht, hat diese Stellung bewahrt. Ich weiß auch nicht, wie sie es überlebt hatte. Aber hat man natürlich auch jetzt wieder U mit dabei. Ne? Auch wenn es natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt irrelevant ist. Aber auch solche kleinen Sachen, die muss man natürlich immer halt dann auch mal hervorheben und vor allen Dingen auch immer wieder halt sagen, dieses magische U, ja, es ist halt die heilige Bibel letztendlich, würde ich einfach mal halt sagen, dieses heilige U auf jeden Fall aufzubauen, ja, hier im WoWs auf jeden Fall. Und wenn ihr das immer halt schafft als Team und sowas, dann habt ihr auch schon sehr, sehr gute Karten, das Spiel auch zu gewinnen. Ja, auch da gehen wieder Brand gemacht, ist Ruhe zugegangen, bin jetzt wieder drauf. Jetzt ist das ganze Farming halt nur betrachtet halt, ne? Also wie gesagt, es ist jetzt hier kein Gameplay, wo man wirklich sagt, okay, es war ein perfektes Spiel, beileibe halt nicht, aber es war auch kein schlechtes Spiel, weil man natürlich halt durchs Farming und sowas natürlich auch irgendwo die Aufgabe der Ragnar auch gerecht worden ist. Aber auch jetzt auch wieder zum Beispiel jetzt hier, ne? Man hat jetzt wieder die Mumpeln gesehen gehabt, man hat sie abgebremst. Und dadurch sind sie auch wieder vorbeigegangen, sind auch zu Kurs gegangen. Damals wieder Gas gegeben halt, ja, die Mumpeln von der Conqueror kamen wieder mit dabei und zack, hat man wieder gedodged, ja. Das ist eigentlich so die Kunst dabei bei der Ragnar. Die Ragnar ist kein und da auch wieder mit dabei. Wir gehen wieder von Tempo halt herunter, drehen halt raus. Venezia Kellen kam halt an und treffen wieder halt nichts, ne. Das würde ich halt die Kunst dabei, auch ist ja kein, Ragnar ist natürlich auch kein Schiff, was natürlich ja so extrem wendig ist und sowas. Damit muss man natürlich auch umgehen können, ne? Richtig zu predikten zu können, halt zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort. Und genau. Ne? Also Leute, das war ein bisschen Ragnar Guiding auf jeden Fall, auch mal zu zeigen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Auch mal ganz, ganz wichtig, finde ich persönlich, was auch zum Guide dazugehört. Könnt ihr mal unter den Kommentaren schreiben, wie ihr das Ganze halt seht. Aber es wird natürlich auch noch ein oder andere Gameplay dazu geben zu Ragnar, wo vielleicht auch die eine oder andere Runde mal auch perfekt gelaufen ist. Von meiner Entscheidung halt her. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen.
Lasst ein Abo, lasst einen Daumen nach oben auf jeden Fall da, sobald euch das oder sofern euch das Video gefallen hat. Hoffentlich konntet ihr wieder was mitnehmen. Also ich bin halt raus, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Adios. Ciao, ciao.